Moin, moin. Hier ein Upgrade von der Autobahn, und zwar der Bauabschnitt 4 vom Dreieck Wommen bis zur Anschlussstelle Sandra Ost. Ja, da sehen wir jetzt, kommt zum Vorschein die Brücke und drunter die Bundesstraße Richtung Nendershausen, und da drüber, fängt der dritte Bauabschnitt an. So, wir schwenken einmal. Und jetzt sehen wir die ganze Autobahn in ihrer Pracht, sag ich mal. Ja, das ist, wie gesagt, die Brücke. So, hier die Hauptstrecke, die ist schon soweit asphaltiert. Hier ist es noch die Abfahrt und die Auffahrt, wo sie noch feste Weg am Schaffen sind. Das heißt, hinten die Stützmauer, die ist noch nicht ganz fertig. Aber ich nehme an, das ist in den nächsten Wochen, ist das auch passiert. Dann kann da auch asphaltiert werden. Ja. Das ist schon alles eine aufwendige Geschichte, die hier gebaut wird. Jetzt sehen wir mal so eine Totale, wo die Auffahrten und Abfahrten sind. Im Hintergrund der neue Kreisel. Links ist die Kreuzung, wo es nach Nendershausen runtergeht. Ja. Der Kreisel, das ist ja auch alles neu angelegt worden. Hier unten kommt noch das Regenrückhaltebecken. Sind sie noch am Bauen? Oh, wenn man so sieht, was doch da Erde aufgefüllt worden ist, ist unglaublich. Das ist Brücke Blankenbach. Hier rechts die Straße, da geht es Richtung Regelsdorf hoch. Regelsdorf, Obersuhl. So, und jetzt fliegen wir hier über die komplett, ist ja komplett neue Autobahntrasse. Hier war ja früher auch keine in irgendeiner Form eine Straße, sondern die Straße lief ja alles links, die B400. Das ist hier alles auf die grüne Wiese gebaut worden. Was da Erdbewegungen waren, das sieht man jetzt erst, wenn man die Böschung sieht. Oder hier hinten den Einschnitt in den Berg rein, sage ich mal. In vorherigen Videos, der weiße Riese stand ja da mal. Das war dann einer mit der größten Bagger, die es gibt, die hier dran gestellt worden sind, um diese Kerbe hier in den Berg reinzuschlagen.
Ja, da sind so manche Lkw-Ladungen abgefahren worden. So, das ist der Tunnel. Tunnel Alberberg. Die Bundesstraße ist da nicht verändert worden. Das war die schon immer früher und die ist ja so geblieben. Wenn man die überlegt, was, da ist gar keine links bei der Ausfahrt, da ist gar keine große Überdeckung da bis zur Straße. Also da muss man sich immer wieder fragen, wie sie das alles so hingekriegt haben. Ja, Schilderbrücken, die sind auch schon da. Also, fahren wir im Jahr, fahren wir die Ecke. Da ist noch eine Unterführung, dass man da rechts in den Wald kommt. Ja, aber das ist unglaublich, was da Erde bewegt worden ist. Unglaublich. Ja, an der Unterführung, da waren die auch lange mit beschäftigt. Das Teil war öfters im Video zu sehen. Und dass da nochmal so viel über hingebaut worden ist. Und Ganzen ist hier noch trotz alledem noch wenig Wald vernichtet worden. So, jetzt sind wir über den Tunnel hin. Sind wir auf der anderen Seite. Hier ist auch schon soweit asphaltiert. Ja. Und die Straße, die ist dann hier verändert worden, die Bundesstraße. Das sehen wir nachher nochmal. Das hat sich hier total, ist die verdreht worden. Hier durch den Wald nicht, das ist alles so geblieben, aber davor. Das sehen wir aber nachher nochmal in dem kleinen Abschnitt. Ja. Imposante Autobahnführung. Ja. Genau das links die Bundesstraße. Das ist alles neu geworden. Diese Trassenführung ist auch komplett da reingearbeitet worden in den Hang. Und hier rechts kommt jetzt zum Vorschein, das war früher mal die alte Bundesstraße. Also auf dem hohen Niveau, was da auch an Erde weggebuddelt worden ist, ist also. Man kann es eigentlich gar nicht glauben. Ja, das war die alte Bundesstraße. So, im Vordergrund, linke Hand, das ist Unhausen. Und dann hier vorne ist die
ich sage mal, die Siedlung von hier Autobahnarbeitern, die Unterkünfte und Materiallager. Ja, jetzt kommt im Vordergrund hier die Brücke Langer Grund. Ja. Linke Hand unten, das ist auch so ein Regenrückhaltebecken. Ja, auch schon alles asphaltiert. Da wird zwar noch die letzte Schicht draufkommen, aber der Unterbau, das ist alles schon drauf, das ist alles soweit fertig. Ja, wenn man dann so sieht, da ist der Bauabschnitt, das ist der vierte Bauabschnitt, der ist soweit eigentlich schon fertig. Also ich nehme an, dass man da im Jahr mit der ist der zu benutzen. So, und dann tut sich natürlich die Frage stellen, wann wird der Bauabschnitt 3 angefangen? Der zwischen Sontra West und hier oben Sontra Ost. Das heißt Abfahrt Sontra Mitte mit dem Tunnel Holstein und Tunnel Bubenrad. Diese komplette Strecke, die muss ja noch gebaut werden. Und das Verrückte von der ganzen Geschichte ist, da ist der Auftrag noch nicht vergeben. Die Firma Rädlinger, die hat zwar den Auftrag formell, aber da fehlt halt die Unterschrift noch. Und solange wie die nicht da ist, können die auch nicht anfangen. Ich weiß, dass die Anfang August eine Baustelleneinrichtung einrichten wollten, aber das ist jetzt noch nicht der Fall gewesen. Und es ist jetzt noch nicht, also Stand letzter Woche war das Ding noch nicht unterschrieben, der Auftrag. Da sage ich mir immer, wenn das jetzt sich hier ein Vierteljahr verzögert, im Endeffekt ist es nachher wieder ein Jahr. Also roundabout wird das 2030, bis man das mal durchweg fahren kann. So, hier im Vordergrund, das ist die berühmte Wildbrücke, sage ich mal. Ich weiß nicht, was links das werden soll. Ich weiß nicht, wird aufgefüllt, dass sich das alles ein bisschen angleichen tut. Also ruhegleicher da auch in der Rhein ist. Aber naja, die Experten würden da schon wissen, was sie da bauen. Ja, die Ecke hier, das ist noch. Da muss noch viel gemacht werden. Da ist halt noch nichts asphaltiert. Das sieht man. So, das ist jetzt das Dreieck Wommen. Das ist auch schon fast fertig. Da muss noch asphaltiert werden. Und hier die Abfahrt. Das muss auch noch asphaltiert werden. Im Vordergrund, das ist Wommen. Dahinter ist Herleshausen, rechts Lauröden. So, und hier ist ja auch diese alte Brücke. Da, wo das über Wommen so ein bisschen hell ist. Da stand ja schon eine Brücke. Das heißt, die war nicht fertig. Die ist nie fertig geworden im Krieg. So, und dann war ja, ist ja dann nachher der Straßenverlauf so gewesen, oder ist ja heute noch,
dass man oben durch das Viadukt fährt. Das heißt, man kann dann rechts drauf fahren. Das sehen wir da. Da diese kleine Straße, die geht unter dem durch den Viadukt durch und dann auf die Autobahn drauf. Ja. Ja, das, wie gesagt, das muss noch geteert werden hier. Die Brücke ist auch soweit fertig. Aber der Wald grenzt direkt an die Autobahn dran, also hier ist nicht viel Wald vernichtet worden, sage ich mal. Da sind auch überall durchweg Zäune, dass das Wild da nicht auf die Autobahn springen kann, sage ich. Dass da wegen der Unfallzahl wahrscheinlich, dass da nichts Großes passiert. Ja, da ist noch eine kleine Brücke für die Landwirtschaft. Dass sie über die Autobahn kommt. Das ist auch ein sehr waldreiches Gebiet da oben. Ja, rechts Hand sehen wir wieder das Materiallager. Und die Bundesstraße jetzt, die ist hier nur noch zweispurig. Die alte vorherige, die war dreispurig. Das heißt, da zwei Spuren berghoch, damit dass man da damals noch die LKWs schön überholen konnte. Aber das ist jetzt nicht der Fall mehr. In der Hoffnung, dass man die Autobahn bald eröffnen kann. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was mit dem Bauabschnitt 3 wird. Sondra Mitte, also Sondra West, Sondra Mitte und hier oben Sondra Ost, da geht's, bis dahin geht's ja. Mal sehen, wie lange das noch dauert, bis da eine Entscheidung fällt oder vielmehr die Unterschrift kommt, dass die loslegen können. Da sind noch zwei Tunnels mit einzubauen. Tunnel Bubenrad und Tunnel Holstein. Also, da ist noch ein bisschen Arbeit. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Und die letzten Gerüchte, die ich gehört habe, dass der Bauabschnitt 2, dass die Autobahn man munkelt Ende Oktober, eventuell freigegeben wird. Das heißt, dann wäre das von Waldkappel bis Sondra West. Das sind zwar jetzt noch ein paar Tunnelprüfungen, stehen da noch aus, aber man rechnet damit, wenn alles gut läuft, dass das Ende Oktober die Freigabe erfolgt. Aber naja, sind wir mal gespannt, was da noch alles wird.
Also, bis demnächst mit einem neuen Video. Danke.